Willkommen zurück bei Tomb Raider. Zwar geht es hier wieder an derselben Stelle weiter wie in der letzten Folge. Machen erstmal unsere Fackel an und weiter geht's. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Zurück. Wir können Ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! So ein Vollidiot. Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Хочу тут послухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Окружите! Окружите! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Эй, ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Boah, auf einmal sprechen sie nicht mehr Russisch. Der Busch ist keine Tarnung. Gut. Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Ich würde sagen, er hat uns gesehen. Выходи давай! Лучше не зли меня. Ah!
Ob das Ohr gut schmeckt? voll in die Eier. Ach, liegt. Dämliche Quicktime-Events. Ich hasse sie. Ich spiele lieber richtig, als irgendwelche sinnlosen Tastenfolgen zu drücken. Ach ja. Ja, hier müssen wir ja wieder links, rechts, links, rechts, links, rechts und 4. Ach. Bescheuert. Alter. Sinnloses nochmal machen, weil man irgendeinen sinnlosen Kram drücken muss. Sollen sie es halt als Video ablaufen lassen? Hier wieder und dann die 4 mehrmals und zack. Ja, dem geht's nicht mehr so gut. Wir nehmen aber lieber den Bogen. Leiser und so. Können wir hier rein? Nein. Ach, wir haben keine Pfeile. Und keine Munition. Ne? Klasse. Na, haben wir den jetzt erwischt? Ja, haben wir nicht. Gut. Noch einer? Ich? Oder nicht? Hier dann wohl weiter. Ach, unsere Axt haben sie uns anscheinend nicht abgenommen. Da lang.
Pfeile. Dann nehmen wir doch lieber den Bogen. Bam, 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 bam. Da muss man wohl da dran springen. Geldbörse, kaputtes Handy. Dasselbe. Was war es denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? So war nett. Hat uns gleich meine Leiter zurechtgelegt. Oh, dann Lara, mal hoch da. Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Hat sie völlig recht. Es war erschreckend leicht, aber naja. Der Schwierigkeitsgrad zieht schon noch an. Wir haben schließlich extra den höchsten gewählt. Hier kann man hoch. Gucken wir mal da hoch. Jetzt kann man hier auch langsam etwas erkunden. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Ja, hier scheint jetzt nicht wirklich noch was zu sein. Neues Lager in der davon ab. Bei alten Plänen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet. Na, wo ist denn der Mauszeiger? Da ist er doch. Was alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Ja, wir möchten nicht schnell reisen, aber uns einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ah, ich würde sagen, ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Stecktaschen, zusätzlich Munition, Knochensammler, Tierkadaver sorgfältig, Bergungsgut, Kisten und Truhen. Tierische Instinkte. Na, ich glaube, die werden wir einfach umnehmen. Leuchten Tiere und Lebensmittel. Ach so, ja, nee, das ist dann ja nicht so wichtig. Nehmen wir lieber erstmal hier was. Mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen. Mehr Munition. Mehr Munition. Ja, klingt gut. Wird dann diese Tasche hier sein? Die müsste man dann auch gleich an Lara sehen können. Da ist sie auch schon. So. Wir haben natürlich auch ein bisschen Bergungsgut. Gucken wir mal, was wir bei der Pistole so verbessern können. Müsste es ja theoretisch auch einen Schalldämpfer geben. Präziser ins Ziel erhöht damit den Schaden.
Lüfteter Schlitten, Rückstoßmagazin. Dreischusssalve. Müssen wir wahrscheinlich erst die drei Teile finden, damit wir die bessere kriegen. Und da dann den Schalldämpfer. Oh, das macht ja nichts. Wir haben ja noch unseren Bogen. Und da wir hier bei Tomb Raider sind, gehen wir natürlich in die Höhle. Die, ja, jetzt irgendwie nicht so berauschend groß ist. 25. Juli 1920. Wieder ein Tagebuch gefunden. Aber wir hatten ja hier unten am Fluss noch eine Stelle, die wir erkunden können. Da. Das ist recht gut, dass hier überall die weißen Markierungen sind. Weiß man wenigstens so halbwegs, wo man lang gehen kann. Hier brauchen wir Feuer. Das können wir mit dem Wasserschwall dann natürlich nicht hier durchbringen, das Feuer. Bergtempel, komplette Karte, Belohnungsorte. Ah. Das ist doch was. Hier erhalten wir noch einen Geocache. Nee, haben wir gar nicht, den haben wir gefunden. Hier haben wir noch einen Geocache. Geht uns die Fackel da über? Ja doch, die müsste ausgehen. Ja, dann können wir das später holen. Oder wir probieren es einfach mal. Gehen wir einfach mal mit der Fackel runter und gucken mal nach, ob die ausgeht. Ich schätze mal schon. Irgendwie. Ne, geht aus. Na gut, dann hat sich das schon erledigt. Nix ist mit hier. Ah, doch, komm, doch. Ah! Schießt mit Brandpfeilen, die Sau. Noch einer? Ne, scheint es gewesen zu sein. Können wir weiter. Waffenmodifizierung verfügbar. Haben wir wohl jetzt die 200 Bergungsgut, um unseren Bogen zu verbessern? So. Da unten ist unser Lager. Da wollen wir jetzt natürlich nicht gleich wieder hin zurück. Kann man hier hoch? Mann. Da haben wir den Geocache. Und da hätte man auch lang gekonnt, aber naja. Die Leiche hatten wir durchsucht. Gut. Huch, da lag was.
Ach, ein Gegner. Ah, was haben wir denn hier oben noch? Ah. Bergungsgut. Und vielleicht ein Waffenteil? Kein Waffenteil. Schade. Da könnte man quasi rüber. Pyromanen. Laternen zerstören. Ah, okay. Interessant. Das ist eine große. Nope. Das geht mit Sicherheit um die Kleinen bei der Herausforderung. Nehmen wir natürlich die EP mit, wenn wir das jetzt einmal gestartet haben. Da ist noch eine. Vielleicht, obwohl die hängen, glaube ich, alle draußen dran. Ne, doch nicht. Gut. Thema geklärt. Ach. Laufen natürlich auch noch ins Feuer rein. Wird nur die Pfeile mitnehmen. Pfeile voll, gut. Drei haben wir, brauchen wir noch zwei Laternchen. So offensichtlich. 4 von 5 Laternen. Da hängt eine neue. Lol. Ah, die zählt nicht nochmal. Schade. Warum kann man denn jetzt hier mit dem Pfeil nicht? Gut, dann eben so. Das funktioniert natürlich auch. Ach ja, hier, dann müssen die natürlich auch noch das Genick brechen dabei. Stimmt, ich bin hier nicht. Hast du völlig recht. Ah, ist die letzte Laterne. Hoch. Und der denn her? Ach du. Eieiei. Ha. Na. Gut. Das Ganze probieren wir dann in der nächsten Folge nochmal. Und wir machen dann jetzt hier erstmal einen Cut. Bis zum nächsten Mal.